Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor mit mir, Robin. Kurz nochmal angesprochen, ich habe doch schon mal ein bisschen vorgearbeitet und zwar habe ich alle Türme schon mal freigeschaltet. Habe auch zwischendurch, also auf dem Weg dorthin, habe ich schon mal hier immer wieder mal ein paar Hauptmänner getroffen, weswegen auch deren Anzahl jetzt ein bisschen gesunken ist. Hier fehlen schon drei und hier fehlen noch zwei, also ein paar sind draufgegangen, während ich hier spazieren gemacht habe. Alles halt nur, damit ich dann quasi jetzt hier weiter rangekommen bin. Jetzt muss ich halt Fähigkeiten freischalten, um dann halt hier das alles machen zu können. Das ist XP. Ich denke mal, ich werde dann ein bisschen öfters jetzt auch nochmal offscreen ein bisschen weiterspielen und halt einfach umhergehen, ein paar Uruks einfach nochmal ein bisschen... ihr wisst schon, auseinandernehmen und halt um XP zu farmen, damit ich halt hier alles freischalten kann, weil das sind hier schon ziemlich geile Sachen, die ich auf jeden Fall haben möchte, also dass sie da sind. Und ja, so viel dazu. Jetzt machen wir aber hier erstmal die Hauptquest. Ach komm, du da hinten, jetzt sag mal. So, nächsten XP-Punkte gefarmt. Genau darauf wollte ich hinaus. Das sah gerade sehr komisch aus. Okay. Danke. Ich hab den Mithrilhammer. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Wie crazy, auch bei der eben gerade die Augen gerade so schwarz wurden. Müsste man entweder mal zurückspulen oder beim Video beim nächsten Mal. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Kann ich? Schade. So, hey, du musst da und da sein. Und dann portest du dich so, hast noch so eine Minute Zeit. Ah, alles cool. Na gut, aber geht ja schnell. Geht ja schnell. Genau, so. Jetzt hier drüber. Und hepp. 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 Go, go, get shit. Oh, komm. So viel Zeit muss sein. Und hepp. Haben wir noch eine Minute. Hä? Wieso fehlgeschlagen? Wiederholen. Egal, egal. Also Leute, so machen wir es nicht, ne? Zur Eile an. Die Zukunft egal, jetzt Speedrun. Speedrun, Speedrun, Speedrun. So, jetzt hier nicht an die Mauer, genau, runter. Zack, hier auf den ersten Stein. Zack, hier drauf, drauf. Zack, zack, hier drauf, dann nochmal. Jawohl. So, jetzt hier runter. Und durch. Komm schon, schaffen wir es noch in einer Minute? Ne, ich glaube nicht. Aber der Ansatz war wenigstens schon mal schön motivierend. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Ah, da steht ja auch links oben, ohne entdeckt zu werden. Okay, dann schaffen wir es halt in 40 Sekunden. Bei 40 Sekunden. Got it! Okay.
sie haben kann, wer weiß. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Laber nicht. Vielleicht sowas für dich. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Hä, das ist doch genau das, was unser Schlüssel ist, oder? Denn jetzt kommt nämlich der witzige Part. Denn wir können jetzt quasi so machen, dass wir... Oder ist es schon das? Ja, oder? Ja, genau, um seine Gefolgsleute zu machen. Das heißt quasi, wenn wir sie brandmarken mit den... wenn wir zum Beispiel unseren kritischen Wert erreicht haben, können wir noch mit C diesen Kampfbrandmark machen. Wir schnell quasi die mit der Hand so ein bisschen so abscannen. Und auch wenn wir sie zum Beispiel halt jetzt verhören, können wir dann auch die Möglichkeit haben, sie quasi wieder loszulassen, damit sie halt weiterhin für uns arbeiten. Sie würden halt theoretisch, das sage ich jetzt schon mal, uns nicht mehr angreifen, wenn wir denen halt jetzt zum Beispiel nochmal begegnen. Aber wir können sie dann, glaube ich, für uns einsetzen. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Erst ihren Mut, danach ihr Rückgrat. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Kann ich den jetzt irgendwie so brandmarken? Ja, ich kann ja so machen. Dann kann ich ja doch so machen, oder? Irgendwie so. Okay, dann muss ich das auch so machen. Ging nicht anders. Maden berauben uns unserer Länder. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit. Ja, genau. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Wo ist der denn? Hallo? Blick in das Licht meines Auges. So. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. So. Der steht hier oben drauf. Nach 2 Minuten. Mein Anblick wird seinen sterblichen Willen durchdringen. Da ist nix. Oh, das war ein bisschen zu tief. Nein, 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 wieder hoch. Ja, okay, auch gut. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Oh, lass dich von silbernen Händen geleiten. Ah, oh, noch einen, dann haben wir es ja eigentlich schon. Aber ich mach noch den anderen da oben. Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Hast du das gehört? Wie aktivierst du mit I, genau. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Los geht's. Was mache ich hier eigentlich? Egal, ich schieße einfach mal auf meine Artgenossen. Hier, Drecksack. Tschüss. 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 Bams. 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 Bams! Autsch! Das war ein richtiger Blitzkrieg. Voll geil. Was mache ich jetzt? Oh, Karo. Nee, der ist nicht frei. Okay, alles cool. Puh. Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sagt er doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Sieht aus nach einem Kronjuwel, also Kopf... Kopfschmuck. Alter, wie
Celebrimbor überhaupt gegen früher? Wissen wir schon quasi, was da jetzt passiert. Wir haben es ja zumindest schon bei uns gesehen. Bringt ihn nach Mordor. Was ist jetzt los? Attacke! Immer schön drauf. Oh, das ist das. Nochmal das. Der muss weg. Der muss weg. Wer schießt hier auf mich? Der da. Ja, daneben. Und tschüss. Oh, check. Dann snacken wir schnell noch hier den Pfeil. Jawohl. Können wir noch ein paar mehr. Alles mit wenig treffen, überlege ich. Den noch raus. Ja, komm, holen wir noch den raus und dann noch ein bisschen mit dabei. Bams! So Leute, was wollt ihr jetzt? So, das ist ein bisschen gerade Ziel, wo ich Glück haben wollte. Komm, aufhören. Boah, besser hier aus dem Buch. Weißt du, richtig so Teamwork hier gerade im Karaoke. Ach, die sind genau 20 los. Nee, 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 sind noch ein bisschen mehr. Ich hätte mehr als versprochen. Fertig. Ich liebe diesen Finisher. Der kommt viel zu selten. Schön. 600 XP plus noch 150. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Dingens. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Okay. Also ich würde jetzt auf jeden Fall auch gerne noch mal da oben den Auftrag machen. Einfach weil ich will. Warte mal. Der steht da so bereit. Wo ist denn der? Wo steht der oben drauf? Nee, steht irgendwo da hinten in der Ecke. Egal. Den machen wir jetzt noch platt. Warum ist es ein Duell? Wenn der hätte ich, wäre geil. Dann könnte ich zwei platt machen. Es ist ruhig hier. Zu ruhig. Jawohl, das ist ein Duell. Sehr gut. Sie kommen. Ich wusste es. Ich warte. Ich warte. Also, die paar da, der muss jetzt nicht extra runterrennen dafür. Machen wir ganz entspannt. Vor allem warte ich jetzt noch lieber erstmal, bis der andere kommt. Und ich hole vor allem. Ich habe volle Pfeile. Oh, cool. Warte, ich mache mal die Vision an. Sehe ich den. Da hinten ist gar nichts. Da kommt die nächste Fuche. Da kommen die. Gut, aber kein. Hallo? Oh. Niemand überlistet mich. Ich töte euch alle. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. So. Bin ich da. Tötet sie alle! Der hat jetzt eh genug zu tun. Also ich warte halt, ich will jetzt hier nicht irgendwie unnötig Scheiße bauen. Aber ich will halt warten, bis anders ist, weil ich habe jetzt keinen Bock, den schon so. Wobei eigentlich könnte ich sein, wenn wir auf Plattform. Nein, wow. Seht zu, dass ihr euch nicht machen kann! Au! Warte mal. So. Ja, 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 wo ist denn der? Da ist er. Verdammt. Komm.
der Kandidat ist mal endlich. Ah, scheiße. Machen wir schon mal ein paar weg. Auch noch immun, super. So, dann der Schildträger noch. Der Stübi. Du kriegst so ein. Döner. Döner. Und Döner. Ja. Komm. Guck, ich kann, also ihr könnt dann rechts noch sehen, mit E kann ich dann wieder freigeben. Aber ich will jetzt erstmal Informationen sammeln. Oh, warte mal. Töte ich ihn nicht danach automatisch? Egal. Oh, cool. Wusste ich nicht. Okay. Ach, nee. Ach, das ist der. Interessant. Dann könnten wir den am besten nachher brandmarken, damit wir dann quasi so ein. Ich wollte gerade Lurch sagen. War das falsche Tier? Maulwurf, genau, das war das. Ein Maulwurf oben drinnen zu haben. Aber ich würde mal gerne. Ja, doch, komm. Informationen über den haben wir es leichter. Unbekannt. Ja, das ist super. Freigeben, super. Dann haben wir den schon mal. Der verschwindet aber jetzt sofort. Also. Oh. Hey. Oh. Alter, was war das denn für ein Finisher? Wer wirft? Interessant. What? Ach so, das. Ah. Hä, das war kein Überfall mit einem anderen Typen? Ich dachte, da kommt noch ein anderer Kandidat. Egal. Dann können wir jetzt anfangen. Und noch das. Und. Alter, ich war doch. Alter, meine Hitbox war auch überall auf der Welt. Na du? So, dann lassen wir uns zu Boden gehen wieder. Oh nö. Machen wir so. Machen wir so. Machen. So. Und. Wann? Achso. Sorry. Man muss gedrückt halten. dann hole ich eine Information, aber dann direkt über seinen Mister. Ah, es wäre geil, wenn man wenigstens dann wüsste direkt, zu wem er Angst, also wer ihm so Angst bereitet oder weswegen er sich so fürchtet. Freigeben. Sehr gut. Jetzt haben wir einen Hauptmann, der uns gehört. Ach genau, und während ich hier noch letztes Mal so viel freigeschaltet habe, also all die Türme und so weiter, habe ich auch hier ist viele von diesen Siedlern, Sklaven freigeschaltet. Das ist unsere Chance. So, dann haben wir nochmal 5 befreit. Es gibt nochmal schön XP, das ist gut. Ich würde generell mal wieder viel rumrennen und Sklaven befreien. Weil es gibt eigentlich gut XP. Was war das? Noch haben wir noch eine Minute oder so. Was machen wir denn da? Da unten sind noch viele. Sehr schön. Hallo. Ey, ich bin noch hinter. Hallo? Nicht? Oder so? Hallo? Ja, runter! Jawohl! Runter! Ja, okay, nicht. Wenn der jetzt hochkommt, dann hau ich den runter. Jetzt! Oh. Runter! Oh. Wer sich auch immer easy drüber rollt, obwohl das nicht so abhängig ist. Voll cool. Das da brauchen wir. Egal. Machen wir noch die Platt. Auf dich habe ich auch keinen Bock. Warum ich jetzt aufgeladen habe, weiß ich auch nicht. So. Und so. Gekontert und finished. So.
Dann du down. Du richtig down. Hüpf. Und durchs Feuer. Hä? Achso, ne, der braucht noch ein bisschen. Bis er durch ist. Oder oben sind auch wieder. Was machen wir jetzt noch? Danach ist fertig. Und vielleicht mache ich danach, also jetzt nach der Aufnahme noch mal ein bisschen genau das jetzt, was ich jetzt auch gemacht habe. Halt viel XP farmen. Und ja. Danke. Steigt er. Vielen Dank, Brenda. Ach, da ist ja immer noch einer oben. What the fuck? Egal. Ja, das sind die befreit wurden, sind auch weggegangen, aber ist immer noch einer da. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Ja, hast du dir eingebildet, keine Sorge. Alles cool. Gute Nacht. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank. Ja, genau. Dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und ich würde an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.